Die Bowlingkugel. Das Lexikon definiert sie als einen Ball, der für das Bowlen benutzt wird. Und das ist auch der sagenumwobene Grund, weshalb das Lexikon blöd ist. Denn um eine Bowlingkugel wirklich verstehen zu können, ist eins vonnöten. Du musst zu einer Bowlingkugel werden. Und du bist dir auch ganz sicher? Bowlingkugeln reden nicht. Try! Oh, nett! Man kann meine Methoden in Frage stellen, aber meine Resultate sprechen für sich. Habe ich nicht recht, Dicky? Also, was denkst du? Hab schon Besseres gesehen. Lasst uns ins Kino gehen. Sir, Sie haben eine Wasserdose in den Grand Canyon geworfen. Das fällt unter Vermüllung von Bundeseigentum. Ach, und wer sind Sie? Ich bin Park Ranger. Wer sind Sie? Darwin. Andrews. Sohn. Sie kommen mit mir. Nein, nicht warten Sie. Wir wollen doch vernünftig sein. Hör mal, Freundchen, wenn du dir nicht ganz schnell eine Hose anziehst, kommst du auch mit. Komm doch mal in den Konferenzraum und bring das Papierflugzeug mit. Ich präsentiere dir Murphys und Partners internationalen Papierflughafen. Und du? Du hast Lauf-Erlaubnis. Dicky, wie lange hast du dafür gebraucht? Stunden. Ich habe nichts anderes seit dem Mittagessen gemacht. Ganz schön lustig, hä? Stimmt, man soll Spaß bei der Arbeit haben. Aber erledigen muss man sie trotzdem. Was ist mit der Papadopoulos-Steuererklärung? Die Papadopoulos? Oh. Wow. Donnerwetter Papiergepäckwagen. Mr. Murphy. Was ist das? Ein Papierflughafen. Ich brauche von Dicky die Papadopoulos-Steuererklärung. Soeben gelandet. Alle Flüge wurden abgesagt. Wegen Schneetreiben. Oh, yippie! Klingglöckchen. Sie sind gefeuert. Möchten Sie schon was bestellen? Ich nehme ein Club-Sandwich. Ja, so eins werde ich auch nehmen. Wie sieht's aus? Möchten Sie vielleicht noch einen erfrischenden Eistee? Wasser genügt. Ich nehme den, aber die erfrischenden Eistee klingt irgendwie erfrischend. Möchten Sie vielleicht eine Kleinigkeit vorweg? Hausgemachte Nachos mit warmem Käsedip? Oder Spinat und Artischocken gefüllte Chilischoten? Nee, nur das Sandwich. Die sind total lecker. Klingt verlockend. Ich nehme das mit den Chilischoten. Gute Entscheidung. Einfach unglaublich. Bitte was? Bekommst du eigentlich noch was mit? Wie, was denn? Niedliche Kellnerin, quirlige Persönlichkeit, warmer Käsedip. Die hätte dir auch einen Kühlschrank verkauft. Die war geschäftstüchtig. Es gibt Leute, die sind so gut, dass sie einem was verkaufen, was man gar nicht haben will. Oh, du hast völlig recht. Ich mag gar keinen Spinat und Chilischoten schon gar nicht. Kann ich Ihnen sonst noch was bringen? Nein, wir sind versorgt. Wirklich? Sind Sie sicher? Wir haben noch flüssigen Schokokuchen zum Nachtisch. Der ist sowas von lecker. Also dann probiere ich den doch. Großartig. Und wie wär's mit noch ein paar Nachos und dazu noch Käsedip? Die ist ganz leicht. Ist doch ein Witz, das weiß doch jeder. Und fertig. Daffi. Oh, hey, Dicky, was machst du denn hier? Mein Führerschein ist abgelaufen. Total verantwortungslos. Und hallo nochmal. Das hier zu benoten, wird Ihnen richtig Spaß machen. Sie haben bestanden. Sie haben die Höchstpunktzahl erreicht. Das liegt daran, dass ich an alles mit Leidenschaft herangehe. Bitte den Führerschein. Das war die Theorieprüfung. Jetzt kommt die Fahrprüfung dran. Die Fahrprüfung? So ein Mist, wie soll ich denn bei der Fahrprüfung schummeln? Tut mir leid, durchgefallen. Wie bitte, was? Das ist unmöglich. Ich lese jeden Abend vorm Schlafengehen die Straßenverkehrsordnung. Sie können den Test wiederholen. Gut. Aber würdest du mir dann wenigstens $375.000 geben, damit ich sie für wohltätige Zwecke meiner Wahl spenden kann? Duffy, vergiss es, niemand wird dir $375.000 geben.
Aber selbstverständlich gebe ich dir die $375,000. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du armer Kerl. Ich aber die wusste gar nicht, dass du krank bist. Wann ist denn die Operation? Heute Abend. Bringen wir es unter Dach und Fach. Darf ich dich fragen, wieso du Bugs nicht um Geld gebeten hast? Weil du mein bester Freund bist. Ich weiß, dass ich dich um alles bitten kann. Genauso wie du weißt, dass du mich um alles bitten kannst. Machst du mal die Lampe an? Ich erkenne sonst die Kombination nicht. Mach's doch selbst. Hier, bitte. Das sind aber nur $350,000. Mehr, aber die habe ich nicht. Dickie, ich muss schon sagen, du machst es mir schwer. Glaubst du, es fällt mir leicht, hier aufzutauchen und meinen besten Freund um Geld zu bitten? Hast du eine Ahnung, wie das für mich ist? Wie seltsam das ist? Was ist das da hinten im Safe? Eine goldene Uhr? Aber die gehörte meinem Urgroßvater. Randall Dick. Mist mit Gravur. Das mindert den Wiederverkaufswert. Ich brauche mehr als das. Deine Kreditkarte. Aber von dem Geld lebe ich. Dickie, ich kann mich jetzt hier nicht mit dir streiten. Der Eingriff ist, in 10 Minuten. Du hast recht. Hier hast du die Kreditkarte. Hier hast du die Kreditkarte. Was? Hier hast du die Kreditkarte. Bitte? Also gut. Um dir einen Gefallen zu tun, werde ich die Kreditkarte nehmen. Was ist das, Wolle? Gut, ich schätze, die Jacke nehme ich auch. Vielleicht kriege ich dafür ein bisschen Kleingeld. Gute Besserung. Warte mal eine Sekunde. Wovon soll ich denn jetzt leben? Das ist richtig. Das ist richtig. Alles richtig. Ich muss bestehen. Lola? Oh, hi, Dickie. Was machst du hier? Mein Führerschein ist leider abgelaufen. Mm-mm. Du und Duffy, ihr seid so verantwortungslos. Hi, hat etwas länger gedauert. Ich bin zu nervös. Tja, ich bin nicht so der Prüfungstyp. Ich bin mehr der Prüfertyp, der prüfende Typ oder der Prüfungsprüfertyp. Bestanden, mit Höchstpunktzahl. Ich hab bestanden? Ich bin ein echter Prüfungstyp. Schon wieder durchgefallen. Wie bitte, was? Was ist dir los? Ich versuch's nochmal. Es tut mir leid, Sir, aber Sie haben nur 2 Versuche. Ja, aber war ich denn wenigstens nah dran? Ich liebe Bugs. Was gibt's? Ich hab vor, Wäsche zu waschen. Deswegen wollte ich meinen aber den Wäschekorb holen. Ich bring ihn dir. Hier, bitte. Danke. Warte kurz. Hier ist meine weiße Wäsche. Hier meine dunkle. Hopp. Sekunde. Und noch ein bisschen Feinwäsche. Ich hab dich noch nie Klamotten tragen sehen. Ich halte mir die Option gern offen. Also, pass gut auf. Die Feinwäsche kommt mir nicht in die Maschine. Die Shorties hier sind aus 100% Seide. Die müssen mit der Hand gewaschen werden. Verstanden? Ich denke schon. Dann wiederhol es nochmal. Da haben wir dunkle, weiße und für Feinwäsche. Was ist mit der Feinwäsche? Die wasche ich mit der Hand. Oh, das hätte ich jetzt gerade vergessen. Ich habe heute Abend eine Dame zum Essen eingeladen. Hier hast du die Einkaufsliste für den Supermarkt. Oh, schön. Mit wem essen wir denn zu Abend? Ich und meine Freundin werden heute zu Abend essen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, du hast mich gerade mitten in einer Sache gestört. Ist lustig, Mitbewohner zu haben. Ich beantrage die sofortige Ablehnung. Das können Sie gar nicht. Tja, dann würde ich sehr gern meinen ersten Zeugen aufrufen. Würden Sie dem Gericht bitte Ihren vollständigen Namen sagen? Weinchen, Dick. Was ist denn los? Sind Sie etwa nervös? Nervös? Ich bin nicht nervös. Sie klingen aber nervös. So klinge ich immer. Vielleicht sind Sie ja nervös, weil Sie lügen. Ich lüge nicht. Vielleicht lügen Sie, weil Sie nicht wollen, dass wir Ihre wahre Identität herausfinden. Und der Grund, weshalb Sie nicht wollen, dass wir Ihre wahre Identität erfahren, ist, weil Sie, Sir, der Umweltverschmutzer sind. Und ein kollektives Raunen geht durch den Gerichtssaal. Sind wir jetzt für fertig? Tragen Sie keine Hose?
Wo geht's zum Souvenirladen? Das ist die schönste Verabredung, die ich je mit einem Zauberer hatte. Da gibt es etwas, das ich dir sagen muss. Ich bin in Wirklichkeit gar kein Zauberer. Oh, na, endlich. Ich hatte schon Angst gehabt, aber du kommst gar nicht mehr. Wovon redest du da, Mann? Ich hab gedacht, wir wollten heute zusammen essen gehen. Oh, hallo, Dicky, sei nicht sauer, aber um dein Essen hab ich mich gekümmert. Woher kennst du meinen Namen? Kenn ich gar nicht. Ich hab nur eine scharfe Beobachtungsgabe. Sind die für mich? Bevor ich abkassiere, hätte ich an Sie noch eine Frage. Aufgepasst, jetzt kommt's. Wären Sie vielleicht an einer verlängerten Garantie interessiert? Und da haben wir es auch schon. Bist du wahnsinnig? Es geht um Tinte. Alle Ersatzteile wären bis zu 40% versichert. Du wirst doch gar keine Ersatzteile brauchen. Es ist Tinte. Falls das Produkt beschädigt wird, schicken wir es für Sie an den Hersteller zurück. Es wird nicht beschädigt werden. Wie gesagt, es ist Tinte. Macht nur unwesentliche $15 zusätzlich. Das ist der halbe Preis von der Tinte. Ich nehm's. Ich muss kurz auf Toilette. Kannst du voll tanken? Ich hab grad gesaugt und möchte es nicht wieder einsauen. Dicky, bitte. Ich bin kein Kind. Und ich krümle schon nicht alles voll. Keine Sorge. Ganz ruhig. Ich sammel's auf. Ist wirklich ein kräftiger Sauerrahm-Zwiebelgeruch. Oh, ein paar sind in die kleine Ritze gerutscht. Aber die Duffy, deswegen hab ich gesagt, du sollst hier drin nichts. Keine Sorge, ich werde schon irgendwie rankommen. Ich stell das nur mal kurz da ab. Wieso gibt's die Ritze überhaupt? Grauenhaftes Design. Mama, mein Handy! Nichts passiert. Doch, ist hinüber. Ich hatte gesagt, ich will im Auto keine Sauerei. Ist doch nicht meine Schuld. Es gibt keinen Getränkehalter. Es gibt so sogar zwei Getränkehalter. Wer will seinen Becher da hinstellen? Nein, hier oben stellt man seinen Becher ab. Das Auto wurde von Idioten entworfen. Du musst dich besser erkundigen, bevor du sowas Teures wie ein Auto kaufst. Was zum... Was? Wieso geht die Tankanzeige an? Ich dachte, du hast getankt. Du hast mir nur $40 gegeben. Das reicht gerade für Knabberzeug und was zu lesen. Und das Rubbellos hier. Ach, wieso versuche ich's überhaupt? Vielleicht drehen wir lieber um. Wir wissen nicht, wann aber die nächste Tankstelle kommt. Dicky, wir werden nicht zurückfahren. Wir haben keine Zeit. Die Anzeige stimmt doch nie. Man kann noch gut 200 Kilometer fahren, wenn sie an ist. Ganz sicher? Absolut sicher. Du hättest mir eben mehr als $40 geben sollen. Was machst du denn hier drin? Ich weiß genau, was du vorhast. Dann lässt du mir keine Wahl. Mach schnell! Ich habe es nicht verdient zu leiden. Ich meine vermutlich doch, aber ich will nicht. Herzlichen Glückwunsch. Bitte was? Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber du hast gesagt, du würdest mein Geheimnis kennen. Ich hoffe, es gefällt dir. Eine Collage aus verschiedenen Fotos von mir? Was um Himmels Willen ist über dich gekommen, so was Gruseliges zu machen? Weil du mir ausdrücklich gesagt hast, dass du dir das zum Geburtstag wünschst. Du hast mir die Fotos geschickt. Dann willst du mich also gar nicht ermorden? Warum sollte ich das tun? Nur ein Mörder würde diese Frage stellen.
Aber die Speedy. Speedy? Was hast du mit Speedy gemacht? Sieh mal, wer jetzt ein Portemonnaie und Schlüssel hat, Moppelchen! Sechs Wochen. So kann man auch jemanden umbringen. Ihr könnt mich mal. Was habe ich denn bloß getan? Dicky, Flitzen ist einer der beliebtesten Springbreak-Streiche. Du, Mama, meinst, wir ziehen das wirklich durch? Oh, und wie wir das durchziehen. Gut, ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei! Wir sind im Springbreak! Wir sind da! Juhu! Oh ja! Schaut mal her, wir sind zurück! In der Sache! Aber die... Was ist bloß los mit euch Spießern? Kapiert ihr das nicht? Wir flitzen! Wir sind splitterfasernackt! Gefängnis? Weil wir geflitzt sind? Es ist Spring Break! Da macht man das so! Wir haben einen Kleinwagen für Sie. Oder für 49 Dollar zusätzlich pro Tag können wir Sie auf einen Minivan upgraden. Nehme ich. Großartig, ich hol den Schlüssel. Ein Minivan? Hast du etwa eine Großfamilie? Wo ist mein ganzes Geld geblieben? Vorspeisen, Garantien, Gratisaufkleber. Und vergiss nicht, dass du beim Tow-Truck-Club am Haken hängst mit drei Riesen pro Jahr. Du hast recht. Ich falle immer wieder drauf rein. Von jetzt an keine Zusatzgeschäfte mehr. Versprochen. Sie können dann starten. Oh, hätte ich fast vergessen. Wie sieht's aus mit einer Versicherung? Kostet nur $3 pro Tag. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, für wie blöd Sie mich halten. Aber ich habe kein Interesse an Ihrer Versicherung. Dicky, es wäre besser, du schließt die Versicherung ab. Ist doch nur ein Zusatzgeschäft. Nein. Gefüllte Chilischoten sind ein Zusatzgeschäft. Eine Versicherung ist äußerst praktisch. Wie du meinst. Tu es einfach, sie kostet nicht viel. Passiert was, bist du abgesichert. Keine Versicherung, nur den Van. Au. Geräumig ist er, das muss man sagen. Er mag es nicht, wenn du das machst. Hätte ich nur die Versicherung abgeschlossen. Dicky, was machst du da? Müll essen. Ist das etwas, was du schon immer gemacht hast, oder ist das was Neues? Isst du die noch auf?
Ich habe versucht, dich anzurufen, aber dein Telefon ist abgestellt. Wieso ist es hier drin so dunkel und kalt? Ich konnte meine Rechnung nicht bezahlen. Wieso nicht? Ich habe ein ganzes Geld Duffy gegeben. Warum um Himmels Willen gibst du all dein Geld Duffy? Für seine Nierentransplantation. Weißt du, wie es ihm geht? Das werden wir gleich herausfinden. Ich hätte mir schon vor Jahren von Dickies Geld eine Yacht kaufen sollen. Schönes Boot. Ja, es ist die Königin des Ozeans. Ist doch ein passender Name für den Nachfolger meines Umzugsfestwagens. Welcher ganz nebenbei bemerkt auch Königin des Ozeans hieß. Wie geht's der Niere? Der Niere? Das habe ich Dickie nur erzählt, damit er mir das Geld für die Yacht gibt. Nicht schlecht. Weißt du noch, wie die beiden Typen über völlig belangloses Zeug gequatscht haben? Äh? Ach egal, Dickie und ich müssen nur mal aufs Klo. Ich, die muss aber nicht aufs Klo. Jetzt schon. Wirklich unfassbar, dieser Kerl. Aber die Rodney, ich finde ihn nett. Nicht Rodney. Rodney ist sein Nichts. Rodney ist weniger als sein Nichts. Ich habe von Bugs gesprochen. Er betrachtet Rodney offensichtlich als besten Freund. Wer weiß, ob ich wenigstens sein zweitbester Freund bin. Ich könnte ebenso gut sein drittbester Freund sein. Ich muss unbedingt was unternehmen. Und zwar schnell. Aber die, nun, wenn Bugs dein bester Freund ist, wer ist da dann dein zweitbester Freund? Tina. Oh, Mein drittbester Freund ist der fette Gockel, der vierte Speedy, fünfter Unentschieden zwischen Pete Puma und Marvin dem Marsianer. Ich bin die Sechs. Nein, Karl ist die Sechs. Wer ist Karl? Keine Ahnung, irgend so ein Typ vom Flughafen. Aber du bist definitiv mein siebbester Freund. Oh, bitte um Verzeihung. Na, das ist ja unerwartet höflich gewesen. Weißt du was? Der Karl ist der Siebte, du bist der Achte. Nein, warte, Granny ist die Achte, du der Neunte. Doch, gerade noch in den Top Ten. Mann, dass wir uns treffen, ist ein Wunder. Aber Kopf hoch, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Was? Magst du keine Hummersuppe? Tch, ich lass dir was anderes kommen. Etwas für den weniger anspruchsvollen Gaumen. Also, wo ist denn Dickie? Womit kann ich bitte schön dienen? Dickie, was machst du denn in diesem Aufzug? Lass dich nicht mit dem Bediensteten ein. Das ist hoffentlich mein Brot und meine Butter. Ja, Sir. Der Lady schmeckt die Suppe nicht. Bringe ihr etwas anderes. Mit der Suppe ist alles in Ordnung. Die Butter ist hart! Was? Ich habe gesagt, die Butter ist hart! Weil es jemand versäumt hat, sie weich werden zu lassen, bevor er das Essen serviert hat. Es tut mir leid, ich war mit der Crème Brûlée beschäftigt. Aber, und aber er ist nicht so beschäftigt, sich Ausreden einfallen zu lassen. Oh, das hat weh getan. Ich wette, das hat es, weil sie hart ist. Duffy! Misch dich da nicht ein, Tina. Das ist eine Sache zwischen mir und meinem Butler. Er ist nicht dein Butler. Dickie, du bist nicht sein Butler. Ich weiß nicht, ich hab so gern Gesellschaft. Und das sind Brötchen aus dem Supermarkt! Au! Natürlich sagst du, au, die sind hart wie Stein! Au! Dickie, was machst du denn? Du lässt ihn derart auf dir rumtrampeln. Das ist dein Haus, sei ein Mann! Du hast recht. Was? Ich hatte sowieso die Nase voll davon, das zu tragen. So ist es schon besser. Ich kann nicht glauben, dass das ein Standardzimmer ist. Es ist so schick. Wie sehe ich aus? Wie ein Schweinchen im Smoking. Also nicht so toll. Was ist, wenn es nicht mein Schicksal ist? Das ist es. Dickie, du und Becky, ihr seid füreinander bestimmt. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich meine, immerhin habt ihr schon denselben Nachnamen. Ihr, aber die Nachname ist Hawk. Hawk, Dick, ist doch fast dasselbe. Das Universum tut alles, was es kann, um euch beide zusammenzubringen. Den Rest musst du schon selbst erledigen. Okay, gehen wir's an. Du liebe Zeit, es beginnt gleich.
Warte, ich muss jetzt überlegen, was ich trage. Ich hatte so mit der Uhr gerechnet. Du trägst wirklich den Hotelbademantel? Damit sehe ich entspannt aus, als hätte ich eine Stunde in der Wanne gelegen. Du hast über eine Stunde in der Wanne gelegen. Ein Wellnessbereich. Kurze Massage. Wir haben keine Zeit. Wir sind da. Du schaffst das schon. Deine Zukunft liegt auf der anderen Seite dieser Tür. Ich weiß nicht recht. Ich glaube, ich bin zu nervös. Gehen wir wieder. Hör zu, ich lass dich hier nicht wieder ohne die Frau deiner Träume gehen. Stopp die Hochzeit! Du liebst ihn überhaupt nicht. Du liebst Dicky. Und Dicky liebt dich. Hä? Abby, das ist nicht Becky. Sie dürfen jetzt die Braut küssen! Speedy! Überraschung! Hab ich's verpasst? Verfrühten Glückwunsch zum Geburtstag, Duffy! Dicky wollte das hier an deinem tatsächlichen Geburtstag veranstalten. Aber er hat angerufen und gesagt, wir müssten es heute Abend machen, weil du misstrauisch geworden bist. Du hast Glück, dass du einen so netten Freund hast. Netter Freund? Oder gar der Vorortwürger? Der Vorortwürger? Wie, was? Ich bin doch nicht der Vorortwürger. Er hat mich in seinem Haus gefangen gehalten, die Tür abgeschlossen, sodass ich nicht fliehen konnte. Wie bitte, was? Die Tür war nicht abgeschlossen. Tja, und wie kommt es dann, dass ich die Tür nicht einfach aufbekam, so wie hier? Nein, du musst ziehen, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Die kriegen selbst Kinder auf, kleine Kinder. Das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass du die Telefonleitung gekappt hast, damit ich keine Hilfe holen konnte. Du meinst das Telefon im Gästezimmer? Das ist antik und die dient bloß zur Dekoration. Und wie erklärst du dann das Blut an deinen Händen? Das ist Farbe für dein Geburtstagsbanner. Mag ja sein, dass du die hier alle hinters Licht führen kannst, aber ich habe ganz genau gesehen, wie du eine Frau ermordet hast. Abby, bitte was? Mit einer Kettensäge! Das war eine Eisskulptur von dir! Was ist denn nur los? Das ist doch lächerlich! Was meinst du? Wann kommst du wieder auf die Beine, Dicky? Der Arzt sagt, mit ausreichend Physiotherapie werde ich in 0, nichts wiederholen können. Ich brauchte nur meine Glückskugel! Ich bin keine Kugel! Strike! Beste Freunde.